Hallo zusammen, so schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wir wünschen euch ganz viel Spass beim Zuschauen. Oh Jimmy, du hast einen schönen Blumenstrauß gemacht. Du sag mal, ist der für mich? Wow! Nein, der ist eben für Pinga. Oh, hat sie Geburtstag gehabt? Nein, weisst, es war eben so. Die Pinga wollte mein neues Trotti ausleihen. Zuerst wollte ich ihr das gar nicht geben. Weisst, ich hatte nämlich Angst, dass sie nicht Sorge dazu hat. Aber die Pinga, die hat so lange gestimmt, dass ich ihr nachher mein Trotti gleich ausgeliehen habe. Ja, und weisst was? Nachher hat sie es einfach auf der Straße liegen, weil ihre Mutter ihr gerufen hat. Ja, und weisst du, was dann passiert ist? Oh nein, was? Ein richtig grosser, schwerer Lastwagen ist gekommen und ist einfach drüber gefahren. Oh nein! Ja, und nachher war mein schöner neuer Trotti flach und ganz kaputt. Oh, dann bist du sicher ganz fest traurig gewesen, gell? Ja, ganz fest. Und zuerst war ich auch ziemlich hässig über die Pinga, weil sie nicht mehr Sorge dazu getragen hat. Aber nachher ist sich die Pinga ein paar Mal entschuldigen und es hat ihr wirklich leid getan, dass sie nicht besser aufgepasst hat. Ja, und jetzt habe ich gedacht, ich bastle so Papierblumen und schenke ihr der Pinga doch so einen Blumenstrauß. Ja, weisst, als Zeichen, dass ich ihr vergeben habe. Ich habe ihr nämlich wirklich vergeben. Wow, Jimmy, das finde ich echt stark von dir. So gut. Wow. Hey, Kinder, und in der heutigen Geschichte, da geht es auch gerade um Vergebung. Das ist der Josef. Hey! Er ist der Sohn von der Rahel und vom Israel. Aber er hat 11 Brüder, die ihn gehasst und ihn in die Sklaverei verkauft. Nachdem man ihn dort ins Gefängnis geworfen hat, hat Josef Träume vom Pharao gedeutet über die Zukunft von Ägypten. Der Pharao hat Josef gern gehabt und hat ihn zum Chef eingesetzt. Genau so, wie Josef seinem Pharao hat erzählt, hat es 7 Jahre vom Überfluss gegeben. Und dann war die Zeit vorbei und es sind 7 Jahre Hungersnot gekommen. Aber die Ägypter hatten genug zu essen, weil der Josef für die Hungersnot vorgesorgt hat. In vielen anderen Ländern hatten sie aber Hunger und sie sind auf Ägypten gekommen, um bei Josef Essen zu kaufen. Auch in dem Land, wo Josef herkommt, hat es eine Hungersnot gegeben. Als Israel gehört hat, dass es in Ägypten Getreide gibt, hat er seine Söhne geschickt, um Essen zu kaufen. Yeah! Aber der Benjamin, der jüngste von den Brüdern, hat er daheim behalten, weil er Angst hatte, dass ihm etwas zustossen könnte. Als seine Brüder kamen, hat Josef sie erkannt. Er hat aber vor, ein Fremder zu sein. Seine Brüder haben ihn nicht erkannt. Und so hat er beschlossen, seine Brüder zu testen. Er hat durch einen Übersetzer erkunden, dass sie den Benjamin holen sollen, der daheim geblieben ist. Und er hat er sie für 3 Tage ins Gefängnis stecken lassen. Am 3. Tag hat Josef alle bis auf einen freigelassen und hat sie Getreide zu ihren hungernden Familien bringen. Das nächste Mal sollen sie aber mit dem Benjamin kommen. Josef hat aber ihre Reise unterstützt und hat ihnen Getreide und Silber mitgegeben. Die Brüder von Josef haben es genau so gemacht, wie Josef es ihnen gesagt hat, weil sie Angst hatten vor einer Bestrafung für das, was sie vor Jahren am Josef angetan. So sind sie zum Haus vom Vater gereist und haben Benjamin mit nach Ägypten gebracht. Als Josef hat gesehen, dass sie Benjamin mitgebracht haben, war er überwältigt von Freude, weil er seine Brüder zum ersten Mal hat gesehen. So hat er den anderen Bruder aus dem Gefängnis geholt, hat aber beschlossen, seine Brüder noch einmal zu testen. Er hat seine Brüder fortgeschickt, hat aber seinem Diener befohlen, er solle einen silberigen Becher am Benjamin in seiner Tasche verstecken. Als die Brüder losgezogen sind, hat er den Diener losgeschickt, um sie einzuholen und sie zu beschuldigen, dass sie den Becher gestohlen haben.
Josef hat sich jetzt nicht mehr länger beherrschen. Er hat seine Diener rausgeschickt, damit er mit seinen Brüdern alleine sein kann. So hat er sich zu erkennen gegeben. Tada! Er hat ihnen von seinem Leben erzählt und was er alles erlebt hat. Josef hat seinen Brüdern vergeben. Gott war ihm nach und hat ihm gezeigt, dass er noch ganz fest gern hat. Hey, so schön, dass der Josef seinen Brüdern vergeben konnte, auch wenn die ihm etwas wirklich Schlimmes zugefügt haben. Hey, in der Bibel lesen wir nämlich, dass Gott sagt, hey, wir sollen den anderen Menschen vergeben. Und das ist schon gut, wenn man den anderen Menschen vergibt. Weil dann geht es uns nämlich auch wieder viel besser. Hey, ich zeige euch jetzt gerade, wie man so eine mega schöne Papierblume macht. Weil, vielleicht wollt ja dir auch mal so eine basteln. Oder vielleicht sogar einen Blumenstrauß machen und jemandem schenken. Es ist ganz einfach. Ihr braucht dazu nur Seidenpapier oder Krepppapier. Nachher nehmt ihr das Seidenpapier und tut nachher, das habe ich schon vorbereitet, solche Rechtecke schneiden. Und zwar einfach gerade ein paar. Vielleicht so 6-7 so ungefähr. Etwa in gleiche Grösse. So, dann nehmt ihr das zu einem Häufchen. Nachher habt ihr vielleicht auch schon einmal eine Handorgel gefaltet. Das geht dann so. Ihr fängt hier an, tut das so umeinander litzen. Nachher tut es drehen. Und da hier, auch bis da zu dieser Kante, wieder falten. Und nachher wieder auf die andere Seite. Und da nochmal falten. Jetzt habt ihr so wie eine Handorgel. Dann nehmt ihr so eine Pfeifenbutter. Cool ist natürlich, wenn ihr eine grüne habt, aber das spielt ja nicht so eine Rolle. Dann tut es hier zu ringsherum. In der Mitte gerade. Dann tut ihr da so, das so falten, dass es hier gleich ist. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel hier noch eine Spitz machen oder rund. Oder so einschneiden wie hier. Ich glaube, ich mache hier noch eine, so eine Spitze. Wieder hier so eine Spitze schneiden. Ich kann euch hier etwas grösseres Spitz helfen. Und nachher könnt ihr es auseinander tun. So. Und jetzt tut ihr das so auseinanderfalten. So. Jetzt könnt ihr es so auseinanderfalten. So, dann. Und wir kommen schon zum Schluss. So, noch ein bisschen richten. Und schon ist eure Blume fertig. Und jetzt könnt ihr noch ganz Hüfe machen, sodass es einen richtigen Blumenstrauß gibt. Hey, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass beim Basteln von dieser mega coolen Blume. So schön seid ihr da gewesen. Wir wünschen euch ganz eine gute Zeit und bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen.